Ihr Lieben, hier ist eure Petra Zülke. Ja, und ich möchte mit dir heute über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen. Und das heißt, wenn du über dich selbst hinauswächst. Warum das Thema? Ich werde ja morgens oft mit Liedern wach, so ein Ohrwurm im Ohr sozusagen. Und heute kamen die Textzeilen zu mir. Shine bright like a diamond. Ein Song von Rihanna, Diamonds in the Sky, kennen wir wahrscheinlich alle. Klar, da geht es wieder um Liebe, da geht es um ein männliches Gegenüber und ein weibliches Gegenüber. Aber es ging jetzt für mich nicht um dieses Lied als Botschaft von meines Gegenübers an mich, vielleicht schon. Die Songs kommen ja auch nicht umsonst zu mir. Aber eigentlich war es heute eine Botschaft für mich, die mit mir selber zu tun hatte. Shine bright like a diamond. Und vielleicht erinnerst du dich an mein letztes Video, den Engel der Liebe. Wir haben darüber gesprochen, dass gerade sehr traumatisierte Wesen, Menschen, die eben viel erlebt haben, die vielleicht auch Geburtstrauma hatten, sich aus ihrem Körper flüchten, nicht hier sein wollen und dann natürlich diesen Spagat machen zwischen Himmel und Erde und nicht wirklich hier auf der Erde sind. Also der Inkarnationsprozess war nicht vollständig abgeschlossen. Das bedeutet natürlich auch, sie konnten auf der Erde nicht wirklich Fuß fassen. Doch wenn du deinen Inkarnationsprozess abschließt und dann auch deine Bestimmung annimmst, also in meinem Fall dieser Engel der Liebe zu sein, werden natürlich auch ganz, ganz viele Fragen auch mal aufgeworfen, überhaupt zum Thema Liebe und überhaupt über das Leben. Und ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass ich als Engel der Liebe jetzt hier vollständig verkörpert bin, aber ich bin auf einem guten Weg dazu. Und dieser Weg beinhaltet natürlich auch, dass wir im Laufe unseres Heilungsweges, unseres Transformationsprozesses auch das Spotlight abziehen von dem, was im Außen ist, vielleicht auch von der Twin Flame abziehen, vielleicht auch von unseren erlebten Schmerzen und Traumata abziehen und das Spotlight jetzt komplett auf uns selber richten. Spotlight on me. Wow, wie fühlt sich das denn an? Das Spotlight komplett auf dich selber zu richten, dass du jetzt in deinem hellsten Licht erstrahlst, auch wenn da vielleicht noch ganz vieles nicht geheilt ist, auch wenn du noch erschöpft bist. Erschöpfung ist übrigens der erste Schritt auf dem Weg zur Schöpfung. Und du bist ja auch ein Teil der Schöpfung. Du bist auch Schöpfer. Das finde ich immer ganz spannend, auch mit diesen Wortspielereien. Dass du jetzt so Schritt für Schritt durch das, dass du das Spotlight auf dich selber richtest, dich beginnst so anzunehmen und so zu sehen, wie du wirklich bist, dass du auch anfängst zu sehen, ja, ich habe da auch noch Schmerz in mir, ja, ich bin müde und ich bin erschöpft nach diesem langen Weg, den ich gegangen bin. Ich habe mich oft verloren auf meinem Weg, ich bin Irrwege gegangen, ich habe projiziert, ich habe dies und jenes gemacht. Aber jetzt werde ich vom Universum aufgefordert, das Spotlight auf mich zu richten. Ja, und ich sehe diesen Engel, den Engel der Liebe, ich sehe ihn in mir. Aber dieser Engel sitzt gefühlt noch auf dem Boden. Also auch so, es hat so seine Flügel, sie Flügel. So ein Engel hat ja große, prächtige Schwingen. Und das haben wir als Schöpfungswesen natürlich auch, als Engelwesen oder wie auch immer man das nennen will. Diese Diamanten im Himmel, Diamonds in the Sky. Wir haben das ja auch alles. Aber wir haben ja natürlich zum einen vergessen, dass wir überhaupt fliegen können. Und wir haben natürlich auch unsere Schwingen vergessen. Und wir sind natürlich nach diesem langen Weg, den wir gegangen sind, sehr, sehr, sehr erschöpft. Und wir haben natürlich immer nur gesehen, was wir nicht geschafft haben. Aber wenn du mal das Spotlight so komplett auf dich selber richtest, dann wirst du auch erkennen, hey, ich habe so viel geleistet. Also ich persönlich bin in den 7 Jahren durch zwei Seelenbegegnungen gegangen. Bin durch fünffaches Trauma gegangen. Ich habe gut einmal meinen Job verloren. Ich habe meine Wohnung verloren. Ich habe alle Freunde verloren. Ich stand wirklich vor nichts. Und in mir war eine ganz, ganz große Leere. Aber wisst ihr, was ich denke? Es braucht zum einen erstmal dieses innerliche Leerwerden. Das Leerwerden heißt ja auch, ich leere jetzt mal das, was ich so an Müll in mir getragen habe, also den ganzen Schmerz, also die Traumata, den Schmerz, die ganzen Verdrehungen, die wir auch selber in uns tragen, also auch Verdrehungen zum Beispiel in der Liebe.
oder auch Abhängigkeit, Manipulation, die ganze Programmierung, all das, was wir aus früheren Leben mit uns mitgebracht haben oder von den Eltern, Großeltern, den Ahnen und auch unsere eigenen Erlebnisse, das tragen wir ja alles in uns wie so eine, ja, wie so eine Schmutzschicht. Und wir haben eine ganz, ganz dicke Rüstung uns auch angezogen, wie eine Ritterrüstung. Ich finde es gerade immer so spannend. Ich schaue gerade immer ganz gerne so Tarotlegungen. Dann gibt es ja immer so diesen Ritter, der auf seinem Pferd sitzt. Das ist so eine sehr unbewegliche Energie. Aber wir haben uns auch sehr beschützt vom Leben, vor der Liebe. Und wir haben aber trotzdem unseren Fokus ständig im Außen gehalten. Und doch sind die meisten von uns, gerade die alten Seelen und Urseelen, in den letzten Jahren durch eine extremst, ja, heftige Transformation gegangen. Die hat das Innerste nach außen gekrempelt. Die hat uns mit unseren tiefsten Abgründen konfrontiert, aber auch mit unseren Visionen, mit unseren Träumen. Sie hat uns mit allem konfrontiert und sie hat uns so durcheinander gewirbelt und ja, aufgesplittert. Ist auch so, ich finde es auch so spannend, weil viele Menschen fühlen sich ja gerade so zerrissen. Und ich glaube aber auch, dass dieses Zerrissensein auch eine Vorstufe ist von diesem Aufsplittern, dass man das, was man eigentlich bisher gedacht hat zu sein, das splittert sich ja auf. Also du wirst, du kriegst, ist auch so, als ob das so die Abrissbirne, wenn man auch gerade so eines kommt, und das haut dich auf das, dieses Mensch, Wesen Mensch erstmal ein. Du wirst von der Abrissbirne komplett zu, ja, zerlegt in deine Einzelteile, wenn du es so willst. Klar, krasses Bild, aber so ist es eigentlich. Und ich glaube, diese Zerrissenheit, die auch viele Menschen spüren, sind im Grunde diese Folge, diese Abrissbirne. Sie haben nur noch nicht verstanden, warum diese Abrissbirne jetzt da ist. Dass es darum geht, dass sie wirklich erstmal, ja, regelrecht zerlegt werden in ihre Einzelteile und aufbrechen, um dann sich wieder komplett neu zusammenzusetzen. Und zwar in der Form zusammenzusetzen, dass sie eben erkennen, I'm a diamond in the sky, I shine bright like a diamond. Dass ich nicht das bin, was ich gedacht habe, nicht dieses Wesen voller Zweifel, voller Ängste, vielleicht auch voller Verzweiflung, voller Manipulationen und Abhängigkeiten, dass ich gar nicht gewusst habe, wer ich bin, sondern dass du natürlich über diese Zerrissenheit in dir selbst, dieses Aufbrechen, auseinanderbrechen, diese heftigste Transformation, die kein Fitzelchen von dir zurücklässt. Also, ob du einmal durch einen Fleischwolf gedreht wirst oder vielleicht 10-mal durch einen Fleischwolf gedreht worden bist, dass du das zu dir zurückholst, was du wirklich bist, dieses großartige, strahlende Wesen. Im Grunde ist es wirklich, also ich habe halt auch überlegt, wie nenne ich das Video, aber im Grunde ist es wirklich so ein über sich selbst hinauswachsen. Ich wachse über mich selbst hinaus. Ich sehe mich vielleicht sogar aus einem neuen Blickwinkel. Finde ich auch mal spannend. Im Tarot gibt es ja dieses Bild des Gehängten, der hängt halt am Kopf über und guckt sich die Welt quasi aus einer anderen Perspektive an. Und das ist es eigentlich auch. Wir fangen an, nicht nur uns selber aus dieser anderen Perspektive zu sehen, sondern eben auch das Welt, auch, sondern wegen auch die Welt, das Leben, die Liebe, auch vielleicht die Sexualität. Wir fangen alles an, aus einer neuen Perspektive zu sehen. Und zwar nicht mehr aus der Perspektive des alten Ichs, das programmiert war und das so viel Verdrehungen auch in sich hatte, weil durch das, was man uns eben übergestülpt hat, was niemals zu uns gehört hat oder was wir auch von den Ahnen übergestülpt bekommen haben, das hat ja alles niemals zu uns gehört. Wir fangen es an, aus unserer ganz ureigenen Sicht zu sehen und so viel zu erkennen. Und jetzt auch mal aus dieser Sicht des Gehängten sich zu betrachten, also spiegelverkehrt oder auf dem Kopf stehen, zu sehen, hey, was habe ich alles in dieser Zeit geleistet? Ich habe so viel geheilt. Ich habe zwar projiziert, wie blöd, auf, zum Beispiel auf meine Dualseele, auf meine Twin Flame, aber alles, was ich auf diesen Menschen projiziert habe, war mein eigenes. Jeder Trigger, den alles, was er oder sie mir getriggert hat, war mein ureigenes Thema. Es war niemals seins, es war meins. Und so wie vor kurzem mir sogar meine Kongressveranstalterin gesagt hat, Petra, du bist so, ich sehe dich in so einer, so, das bist doch gar nicht du. Du sagst hier, du bist hier, um diese Dunkelheit zu erforschen. Das bist du aber nicht. Ich kenne dich ganz anders. Ich habe mir erstmal diesen Schuh angezogen und gedacht, ja, eigentlich hat sie ja recht. Aber sie hat mir was übergestülpt, was gar nicht meins war. Kannte sie mich denn nach einem, so vielleicht ein oder zwei Interviews, kannte sie mich denn als Mensch oder als Wesen? Konnte sie mich überhaupt kennen? Nein, konnte sie nicht. Also sprich, es war ihr Thema. Ich habe sie getriggert durch das, dass ich halt anders war wie sie, aber ich habe sie mit dem Trigger mit ihrem eigenen Thema konfrontiert. Es war niemals mein Thema. Und du kannst dir sicher sein, alles, was du als Trigger empfindest in anderen Menschen, was
Situationen dir triggern. Es gehört immer zu dir. Es gehört niemals zu deinem Gegenüber. Aber natürlich dürfen wir auch mit dem Laufe unseres Weges erkennen, dass Trigger unsere Freunde sind, sogar vielleicht sogar unsere besten Freunde, auch wenn wir die gar nicht mögen. Aber wenn ich heute so zurückgucke auf meine letzten 7 Jahre, ich bin so dankbar für jeden Trigger. Auch wenn jetzt mal die Abrisswunde kam, ich wieder mal manchmal blutend am Boden gelegen bin, oft auch Badewanne und Tränen geweint habe. Aber so im Nachgang bin ich so extrem dankbar, weil es hat mich zu mir selbst geführt. Auch die Begegnung mit meiner Twin Flame und auch, dass er jetzt sogar geheiratet hat. Ich habe ja auch darüber gesprochen. Ich habe mich gefühlt wie so eine Maus, die in ein Mäuseloch sich verkriechen wollte, um festzustellen, dass jedes Mäuseloch zugemauert worden ist. Und ja, ich war ja komplett auf mich alleine gestellt. Ich war auf mich zurückgeworfen. Da war nichts mehr, wo ich hinflüchten konnte. Aber im Grunde hat es auch dazu geführt, in dieser Situation über mich selbst hinauszuwachsen, mich nochmal meinem tiefsten Thema zu stellen. Ja, warum kann ich denn nirgendwo hinflüchten? Warum bin ich denn jetzt ganz allein? Warum bin ich jetzt hier allein und verlassen und fühle mich wie der einsamste Mensch auf dem ganzen Planeten? Warum ist das denn so? Warum ist denn da diese wahnsinnige Isolation? Aber das Geschenk dahinter war zu erkennen, ich war noch nicht wirklich richtig hier auf der Erde. Und ich war nicht wirklich verbunden mit mir selbst. Und durch das, dass ich auch noch nicht auf der Erde war und nicht verkörpert war, konnte ich natürlich auch meine Bestimmung als Engel der Liebe noch gar nicht erkennen. Also von dem her, danke Twin Flame, danke Transformationsprozess, so krass die Abrissbirne-Prozesse auch waren, danke dafür. Denn alles hat mich zu mir selbst zurückgeführt, zu dem Werden, was ich wirklich bin. Und ja, im Moment fühle ich mich wirklich, als sitze ich da wie so ein Engel im Sand. Meine Flügel sind noch so angezogen. Ich weiß im Grunde noch gar nicht, dass ich diese großen, prächtigen Schwingen habe. Meine Flügel sind auch noch schmutzig. Also sie sind auch noch nicht so strahlend und weiß. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe vorhin gesagt, shine bright like a diamond. Man sieht mir die letzten Jahre definitiv auch äußerlich an. Also ich fühle mich noch nicht strahlend wie ein Diamant und wunderschön. Fühle ich mich noch nicht. Ich bin sehr müde, ich bin sehr erschöpft, weil die letzten Jahre waren so anstrengend. Aber es ist so eine Schwelle, wo ich gerade stehe. Der Engel sitzt im Sand, auf dem Boden. Aber er probiert schon mal ein bisschen. Hey, das sind so Schwingen, die sind zwar schmutzig, aber ich probiere mal, ob ich die schon ein klein bisschen bewegen kann, diese Flügel. Natürlich, der Zeitpunkt wird kommen, wo dieser Engel der Liebe auch seine Schwingen ausbreitet und fliegt und nach oben fliegt, nach oben steigt und die Welt vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Aber in meinem tief in mir ist auch dieses Wissen, ich habe so viel schon erreicht. Ich habe so in mir aufgeräumt. Ja, aktuell ist diese Leere da. So, ich weiß gar nicht so richtig, wo geht es jetzt überhaupt weiter? Was mache ich als nächstes? Da sind ja nicht mehr große Möglichkeiten da, wo ich was drauf projizieren kann. Was ist denn, wer bin ich denn ohne meine Projektion? Ist das nicht spannend? Wer bin ich ohne meine Projektion? Oder wer bin ich denn, wenn ich dies und jenes nicht mehr mache? Wer bin ich denn, wenn da gar keine Kontrollmechanismen mehr da sind, keine Abhängigkeiten, keine Manipulation? Was ist denn da, wenn jetzt plötzlich nur noch so ich glaube, das Meer heute, was ich hier als Bild gewählt habe, auch ein Bild übrigens von mir, das habe ich, glaube ich, mal in Apulien gemacht, in so einem schönen Naturschutzgebiet. Du stehst einfach am Meer, im Grunde gefühlt, und du guckst in diese Weite. Und bisher waren da so, ja, so Fäden da, die dich gehalten haben. Ich habe in irgendeinem meiner Videos mal das Bild des Puppenspielers verwendet, dass du bist wie so eine Marionette, die an Fäden immer so gezogen wird und manipuliert wird, dass du gar nicht dein eigenes Ding gelebt hast und das gelebt hast, was du bist, sondern dass eben, ja, das gelebt hast, was andere von dir wollten. Also du warst fremdbestimmt und fremdgesteuert und das waren wir so ziemlich alle. Aber jetzt zu erkennen, diese Fremdbestimmung, die hat jetzt aufgehört. Ich kann jetzt sogar auch erkennen, wenn ich auf irgendwas oder irgendjemanden drauf projiziere. Nein, du brauchst ja dein Gegenüber, um was drauf zu projizieren, um zu erkennen, dieses grelle Licht, das widerspiegelt ja dein eigenes Ding, das, was du in dir trägst. Das ist ja dein Spiegel. Und du brauchst den Spiegel, damit du erkennst, was ist noch in mir, was nicht zu mir gehört. Aber wenn die Spiegel jetzt alle zerbrechen, was ist denn da, wenn da plötzlich diese Weite in dir ist, diese Freiheit? Und du kannst damit noch gar nichts anfangen, weil du es nie gelernt hast, in dieser Freiheit und dieser Weite zu sein.
wenn die ganzen Marionettenfäden jetzt abfallen von dir. Also in mir hat das jetzt schon erstmal die letzten Tage so, ja, zum einen die Leere ausgelöst. Ich war auch sehr traurig. Ich wusste gar nichts mit mir anzufangen. Ich bin dann rausgegangen in die Natur, aber auch da habe ich mich nicht genährt und geborgen gefühlt. Es braucht in meinen Augen aber auch diesen Prozess, diese Leere in dir anzunehmen und zuzulassen. Ja, es sind auch Tränen einfach so aus dem Nichts gekommen. Also ich wusste gar nicht, was los ist mit mir. Aber heute sehe ich das alles wieder aus dieser anderen Perspektive. Es ist so ein Prozess, wo was Altes jetzt abgeschlossen ist und das Neue ist natürlich noch nicht da. Das Alte heißt ja auch, wir haben den ganzen alten Schmerz und Schmodder hinter uns gelassen und jetzt können wir in eine neue Zukunft gehen mit uns selber und wir können jetzt das Spotlight auf uns selber richten und sehen, wer sind wir denn hinter all diesen ganzen Masken, die wir zeitlebens getragen haben? Spotlight on me heißt, ich stehe jetzt im Rampenlicht meines eigenen Seins. Ich gucke jetzt auf mich. Und vielleicht bin ich auch in der Position des Gehängten und gucke jetzt nicht mehr auf mein Gegenüber, auf den Schwindflim oder irgendeine Situation, sondern ich gucke jetzt ausschließlich auf mich. Wer ist denn das Wesen, Petra? Wer ist denn das Wesen, wie auch immer du gerade, heißt du dir, wer da draußen gerade zuguckt? Wer ist es denn? Und was ist es denn mit dieser Leere? Was hat es mit dieser Leere auf mich, auf sich? Und das Spannende ist ja auch, wenn wir so in unseren Körper rein, so durch die Haut, Knochen, Muskeln, Sehnen gehen, durch die Organe, die zelluläre Ebene, die atomare Ebene und dann auf die subatomare Ebene kommen, da ist ganz, ganz viel Leere. Da ist ganz viel Leere und nur so ein winziger Bruchteil an Materie. Und ich vermute mal fast, das Gefühl von, ich fühle mich gerade leer, da ist so eine Leere in mir. Das ist eigentlich unser wahrer Seinszustand, diese Leere. Aber es ist der Zustand, bevor, und jetzt kommt's, bevor es in die Erfüllung geht, in die Erfüllung des Wesens, was du wirklich bist und was du immer sein solltest. Es braucht, um in die Erfüllung zu kommen, die Erfüllung, dass du selbst erfüllt bist, dass du in deinen Wert kommst, deinen Selbstwert kommst, deine Selbstliebe kommst, dich selber erfüllst. Dafür braucht es erstmal die Leere. Und die Leere ist im Grunde die Neutralität. Ich meine, ich bin ja so ein Trekkie, so ein Star Trek-Fan. So Raumschiff Enterprise, Voyager oder Discovery. Ich liebe das natürlich. Ich bin echt total so ein Fan von so Star Trek. Und da gibt es ja auch in vielen Folgen diese sogenannte neutrale Zone. Und ich glaube, in gewisser Weise ist die Leere auch diese neutrale Zone. Wir sind in einer Art Neutralität angekommen. Also das Alte, was uns immer geschmerzt hat, was uns mitgeplagt hat, die ganzen alten Muster, die uns wehgetan haben, die Projektionen, die ja, schmerzlichen Erfahrungen, das, wo wir in Fäden gehangen sind und gezappelt haben, in Fäden von Programmierung, von Ahnenprogrammen, die wir noch in uns getragen haben, von Fäden von Programmierung, was man uns übergestülpt hat und unsere eigenen Erfahrungen, das war alles das Alte. Aber wir können ja das Alte nicht mit in die neue Zeit bringen. Wir sind ja jetzt an so einem Scheidepunkt für die Erde und die Menschheit. Ich muss gar nichts sagen. Wir sind an so einem Scheidepunkt für die Erde und die Menschheit. Wir gehen jetzt in eine neue Zeit und wir gehen in eine neue Erde rein. Und in dieser neuen Erde, das ist ja was völlig anderes. Das ist was noch nie da gewesen ist. Alles, was jetzt geschieht nach dieser sogenannten neutralen Zone, nach der Leere, das ist was noch nie da gewesen ist, dass wir frei sind von alten Projektionen, von Erwartungen, von Manipulationen, von Abhängigkeit. Also frei, weitgehend frei. Ich meine, es wird natürlich schon immer noch ein Teil in uns sein, der uns immer noch so, ja, lenkt. Aber mittlerweile werden wir der Herr oder die Herrin, die Meisterin unserer Gedanken und unserer Gefühle. Wir gewinnen unsere Selbstermächtigung zurück. Wir gewinnen unseren Selbstwert zurück. Wir gewinnen unsere Selbstliebe zurück. Wir erkennen, dass wir wirklich diese Diamonds sind. Und ja, Diamanten werden nur unter ganz großem Druck gebildet. Und möglicherweise werden es wahrscheinlich vielleicht sogar nicht mal alle in diese neue Zeit schaffen oder eben schaffen, sich zu transformieren. Aber deswegen gibt es ja ganz, ganz viele Leben, wo wir auch neue Anläufe nehmen können. Aber diejenigen, die sich entschieden haben, jetzt in diesem Leben diesen Weg zu gehen, werden sicher früher oder später alle an diesem Punkt stehen, wo auch ich jetzt stehe. Dieser Sprung in diese neue Ära, der Sprung in dein neues Sein, dass du anfängst,
dich anzunehmen, so wie du bist, dass du das Spotlight auf dich richtest und siehst, hey, ich habe schon so viel geheilt, in mir ist auch so viel Weite. Ich hatte immer unglaublich viel Sehnsucht nach Weite und Freiheit. Aber ich habe eigentlich immer das natürlich auch wie auch die Liebe im Außen gesucht, die Weite und die Freiheit. Dabei sind das natürlich auch innere Zustände. Wenn du durch deine Transformation gehst, dann hast du natürlich in dir auch diese Weite, diese Freiheit. Diese Freiheit, ganz du selbst zu sein. Und jetzt erst ist es dann auch möglich, zum Beispiel Liebe in Freiheit zu leben. Weil alles, was wir bisher über die Liebe gekannt haben, und jetzt kommen übrigens auch die Engel der Liebe mit ins Spiel, die müssen natürlich auch durch ihre Transformation gegangen sein. Wir mussten auch alles, ich will nicht sagen vergessen, aber wir mussten alles auch verlernen, was wir zum Beispiel über die Liebe oder das Leben gedacht haben. Für uns war Liebe bisher ja eher etwas Vertragliches. Wir haben Liebe, also ich glaube, so 90% aller Menschen haben Liebe aus dem Kopf gelebt. Es waren Verträge sozusagen, die beide Menschen miteinander geschlossen haben. Ich gebe dir das, also ich gebe dir Sicherheit und Sorge für dich und du gibst mir Liebe oder Sex oder was immer gerade auch immer ich brauche. Es waren Verträge, die abgeschlossen worden sind. Aber die Liebe der alten Zeit war, was kopfgesteuert ist. Das Herz hatte gar keine Rolle da drin zu spielen. Man war zwar verliebt und viele waren auch verliebt und haben sich auch geliebt, aber wenn du dann Jahre später auf diese Liebe guckst, da ist ja alles in gewisser Weise zur Asche verbrannt. Und doch verleugnen die Menschen sich noch selber. Sie bleiben mit dem Partner zusammen, mit dem sie vielleicht 40 Jahre zusammen sind, weil da eben ein gemeinsames Haus ist. Und wenn ich das Haus loslasse, dann müsste ich mich ja vielleicht wieder irgendwie für mich selber sorgen und für mich selbst verantwortlich sein. Also da sind ganz, ganz viele Konzepte und Projektionen noch drin. Aber ich glaube eben auch, dass so eine Liebe nicht in die neue Zeit gehen darf, kann oder wird, weil Liebe der neuen Zeit heißt, Liebe ist Freiheit. Liebe ist bedingungslos. Und dazu mussten wir aber auch erstmal diese Freiheit finden, ganz wir selbst zu werden, dass wir zu uns zurückfinden. Und ich finde es auch gerade ganz spannend, weil wir haben, also auch gerade wenn wir zum Beispiel Twin Flames haben oder Dualseelen, wir haben ja immer Unterschieden zwischen Kopf- und Herzmensch. Zwischen, ja, der eine ist so im Kopf verankert und der geht nur nach dem, was ihm Sicherheit und Stabilität und Kontrolle gibt. Und der Herzmensch, der verliert sich in seinen Gefühlen und der hat aber eigentlich ein bisschen so die Kontrolle über sein Leben auch verloren. Er hat projiziert, er hat sich im Grunde sogar in Abhängigkeiten begeben, und davon geträumt, dass diese Liebe sich erfüllt. Aber die konnte sich so nicht erfüllen. Denn wir dürfen mittlerweile auch anerkennen, es gibt keine reinen Kopfmenschen, es gibt auch keine reinen Herzmenschen. Auch im Dualseelen- oder Twin Flame-Prozess geht es darum, dass beides in die Einheit kommt, sowohl der Kopfmensch mehr in seine Gefühle kommt, als eben auch der Herzmensch mehr mit seinem Kopf in Berührung kommt. Also im Grunde geht es für beide Parteien darum, Denken und Fühlen muss in Einklang kommen. Und das haben wir natürlich als Herzmensch auch komplett außer Acht gelassen. Wir haben uns verloren in unseren Gefühlen, so wie der Kopfmensch sich auch verloren hat in seiner Abwehr, in seinem Ich will das so und so haben, konnte gar nicht funktionieren. Aber es ist natürlich auch so, wenn du auch durch so Twin Flame-Prozesse gehst, Dualseelen-Prozesse, auf der einen Seite hast du natürlich erstmal dieses den knallharten Kopfmensch, dann der andere, der Mensch, der ihm überfließt vor seinen Gefühlen, dann wechseln sich die Seiten. Also bei mir, durch seine Heirat, hat sich ja die Seite komplett geändert. Und ich bin natürlich jetzt erstmal so dermaßen in den Kopf gegangen und habe halt gesagt, ich hatte komplett die Verbindung, auch energetisch, und kümmere mich jetzt ausschließlich um mich. Aber das Interessante war ja auch, es tat mir auch nicht gut, es tat mir auch weh. Aber ich glaube eben auch, wir brauchen beide Extreme erstmal. Unsere Seele möchte auch da beide Extreme erfahren. Sie möchte diese extreme Kopfgeschichte erfahren. Sie möchte die extreme Gefühlsgeschichte, die Herzgeschichte erfahren, sodass sich alles, geht wieder Gänsehaut, in der Mitte einpendelt, wie so ein Pendel. Das Pendel, das irgendwann, sag ich mal, so ganz heftig hin und her schwingt, hin, her, hin, her. Und dann fängt es an zu kreisen und irgendwann wird es ganz ruhig und dann steht es in der Mitte. Und das, diese Mitte, da wollen wir hin. Dass wir auch akzeptieren, ja, es geht zwar um die bedingungslose Liebe,
Aber diese Liebe ist sowohl Kopf als auch Herz. Das heißt, ich gebe mich dieser Liebe hin mit all meinen Gefühlen, aber ich setze eben auch meinen Kopf ein. Und das gilt auch für den Kopfmenschen, der eben sagt, ja, ich bin zwar sehr im Kopf, aber ich möchte auch fühlen. Und am schönsten ist natürlich Liebe, wenn Liebe wirklich in, ja, wie so eine Kerze, die kein Windhauch unterliegt. Die Kerze ist immer in ihrer Mitte. Es geht darum, dass alles ins Gleichgewicht kommt, in die Mitte kommt. Und ich glaube, diese Leere, die jetzt ich zumindest wahrnehme, und ich glaube, die auch ganz, ganz viele gerade wahrnehmen, und Zerrissenheit ist in meinen Augen schon mal der erste Schritt, dass du in die Leere kommst, in die Neutralität kommst, in die neutrale Zone kommst. Das ist jetzt der Punkt, an dem alles beginnt, sich zu drehen, wo du in deine innere Mitte findest, wie diese Kerze, die da brennt. Du bist jetzt die Kerze, du bist jetzt in der, die Kerzenflamme ist in der Mitte. Sie flackert nicht mehr nach links oder rechts. Sie ist in ihrer Mitte. Du bist in deiner Mitte angekommen. Und jetzt, wenn du das Spotlight auf dich richtest, dann erkennst du, wie sehr du bereits über dich selbst hinausgewachsen bist. Dass du jetzt scheinen darfst du dieser Diamant, der unter sehr großen Geburtsschmerzen geboren worden ist, der sehr viel Druck ausgehalten hat, um zu dieser Kostbarkeit zu werden. Diamanten sind verdichteter Kohlenstoff und stammt aus den Vulkanen. Also in der Regel werden die über Vulkane geboren. Also wir haben Feuer und Schmerz und Hitze und Druck und unerträglichen Schmerz erlitten, um zu dieser Kostbarkeit zu werden. Aber jetzt kommen wir in unsere Mitte an, in der neutralen Zone. Und jetzt über dieses, wie man es nennen soll, bereinigte Sein, dieses einfach in sich ankommen und sich so annehmen, wie man ist, mit seinen Höhen und Tiefen, mit seinem Frust, seiner Verzweiflung, der Engel zu sein, der gerade im Sand sitzt und noch gar nicht weiß, wie er seine Flügel benutzen soll. Die Flügel sind noch schmutzig, sie sind noch nicht strahlend weiß. Aber der Engel weiß jetzt im Grunde auch, ich habe diese Schwingen. Und ich werde mich jetzt in meine Kraft erheben. Und es ist es auch. Wir sind jetzt bereit, uns in unsere wahre Kraft, Größe und Schönheit zu erheben. Wir wachsen über uns selbst hinaus, indem wir auch jetzt, und wir richten jetzt das Spotlight auf uns und hören auch auf, uns zu verurteilen, dass wir vielleicht noch müde und erschöpft sind durch diese lange Transformation. Also, ich denke manchmal auch, ich mag gerade gar nicht vor die Kamera sitzen, weil ich immer noch so müde aussehe und mich auch so erschöpft fühle. Und man sieht mir die ganzen vergangenen 7 Jahre, man sieht es mir echt an. Ich habe wenig geschlafen in den letzten Jahren, ich habe viel geweint. Aber ich glaube eben auch, so wie dieser Engel jetzt im Sand sitzt und sich seiner Schönheit noch gar nicht bewusst ist, der Schönheit seiner Schwingen, so werden wir uns jetzt auch wieder optisch verändern, dass wir auch uns, weil wir uns innerlich jetzt schön und klar und gereinigt oder bereinigt fühlen, werden wir uns auch optisch wieder verändern und uns unsere Schönheit zurückerobern, unsere Freude, unser Lachen zurückerobern, uns so anzunehmen, wie wir sind. Das, was wir noch nie gemacht haben, wir haben uns niemals angenommen, wie wir sind. Aber jetzt nehmen wir uns an, wie wir sind, mit unseren Schatten, mit unserem Licht, mit unserem Lachen, mit unseren Tränen. Und wir verurteilen uns auch nicht dafür, wenn wir mal einen scheiß Tag haben oder uns mal nicht gut fühlen oder nicht gut genug fühlen. Wir haben uns immer verurteilt. Doch jetzt gibt es gar keinen Grund mehr, sich zu verurteilen. Denn du und ich, wir sind über uns selbst hinausgewachsen. Wir haben all das, was wir als dunkle Seite von uns wahrgenommen haben, haben wir in Licht verwandelt, haben es vielleicht sogar verbrannt zu Asche. Wir sind durch das Feuer der Transformation gegangen. Jetzt steigen wir auf wie Phönix aus der Asche und wachsen über uns selbst hinaus. Und wir sind in unserer Mitte angekommen, in der Neutralität. Und Neutralität, wie schon erwähnt, ist die Voraussetzung für Fülle, für Erfüllung, dass du jetzt beginnst, dass du all das, was du im Außen gesucht hast, sei es Stabilität, sei es Sicherheit, sei es Liebe, du fängst es jetzt an, es dir selber zu geben. Du hörst auf, es im Außen zu suchen. Du gibst es dir jetzt selber. Du erfüllst dich jetzt selber. Wie klingt das? Kannst du damit konform gehen? Lass es mich gerne wissen, wie es dir mit dem heutigen Video
geht, hinterlass gerne ein Like oder abonniere meinen Kanal. Ja, und wenn du das Gefühl hast, ich bin die richtige Person, um auch dich in deine Größe zu begleiten, dich durch deine Prozesse durchzubegleiten, dass auch du bei dir ankommst, in deine Mitte kommst, um dann zu deiner Erfüllung zu werden, deine eigene Erfüllung zu sein, dann findest du alle Infos dazu hier unter dem Video. Ja, und ansonsten, wir sehen uns bald. Lass es dir gut gehen. Shine bright like a diamond. Und bis bald, deine Petra. Tschüss.